Und herzlich willkommen wieder. Danke, Lars, redet jetzt auch noch rein. Reden wir immer alle rein, das geht ja gar nicht. Hallo, ja, und herzlich willkommen beim Dazwischenlabern. Ja. Hallo und herzlich willkommen wieder zu Karazhan. Wir haben gerade den Mana-Schlinger besiegt. Und Karazhan. Job da irgendwas für mich. Halt die Klappe. Ich rerolle mal. Gold, fickt euch. Nur Blut von Sargeras oder so aus der Dings bekommen. Ich auch. Gut. Ja, toll, Lars hat einen 880er oder so bekommen. Ja und? Da sollen wir schon Glück haben. Ja. Oh, mein Pet. Warum stehen da Anduin und A deswegen? Keine Ahnung. Okay, warum stehen da Anduin und A? Könnt ihr mal die Schnauze halten? Nein. Danke. Wir sind jetzt auch beim dazwischen labern. Dominik's Pet wird übrigens getötet. Cool, wahrscheinlich wir danach. Oh nein! Ja, ich konnte es nicht freilassen. Kannst du jetzt mal die Schnauze halten? Nein. Danke. Geht doch. Ist ein Sakko. Spacken. Aggressivität! Ich wollte das hören. Mein Pet ist tot. Schade, grip dein Pet. Wenn dein Pet da gestorben wird, wurde ich angegriffen. Außerdem, du weißt doch, Martin, ich habe immer Akku. Besonders, weil mein Pet da gestorben sind. Die Satzbau war richtig gut. Sind geworden werden. Ja. Genau. Sie sind geworden werden. Sie werden geworden worden sein. Sie werden worden sein. Max, wie war es nochmal Futur 42? Was? Du musst auf jeden Fall Toastbrot mit einbauen. Ja, Minimum. Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber es war sehr behindert. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben uns irgendwie über die Schule unterhalten. Hm. Echt? Ja. Und dann über den Deutschunterricht und dass es halt so viele Formen gab. Viele Future. Future. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, Futur 42. Twisted Room. Twisted. Oh, ich dachte echt gerade kurzzeitig, ich könnte hier Twisted an der Decke so einen Kreis chargen. Das wäre so episch gewesen. Ah ja, guck mal, da draußen ist wieder alles richtig rum. Also ja, richtig falsch rum. Nee. richtig rum. Das ist richtig rum hier. Oh, die können wir wieder runterspotten. Können sie auch rauslassen. Naja, glaube ich nicht, dass wir die ignorieren können. Doch. Ja, stimmt. Nein, können wir nicht. Was ist denn bitte eine kultivierte Schlechterin? Die ist halt, die redet die halt liest kultiviert irgendwas während. Auf Französisch vor, bevor sie sich umbringt. Warum auf Französisch unbedingt? Bevor sie unbedingt? Sich umbringt, vor allem. Bevor sie sich umbringt. Also, das finde ich schon komischer Sog hier durch die Gegend. Keine Ahnung, spannt doch mal eine zweite Fledermaus da oben. Weil das halt. Machen wir mal mit Grabben. Alter, ich bin nur hin und her. Ist da noch eine? Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Also wo ich herkomme vor allem. Am besten nicht zu der kultivierten Schlechterin. Die ist zu kultiviert. Mir noch was auf Französisch. Ah, ich fliege runter, ich bin tot. Lars, wo wolltest du hin? Wieso? Ich komme mal zu euch. Bei mir ist bis gerade irgendwo in die Weggeschichte geflogen. Ja? Ich glaub, das war ich eigentlich. Also ich bin gerade weggeflogen. Alter, Cher? Nee, Cher hat damit wenig zu tun. Oh, mein Pet, da. So, alle Fledermäuse tot und die kultivierte Kultistin. Was auch immer die kultivierte war. Kultivierte Kultistin. Die kollidierten und kollidierte. Kollidierte Kultivistin. Genau. KKK, das ist KKK. Jedenfalls jetzt. Kultivierte Kultistin? Kacke? Oder was? Genau. Oh. KKK. Kultivierte Kultistin-Kacke. Klingt auf jeden Fall extrem sinnvoll. Ich finde aber immer witzig, wie sie dann auch auf liegen, als wenn sie auf dem Boden liegen, aber weil das so schräg ist, sieht es komisch aus. Ach ja. Im Beruf da. Versucht nicht hinter ihnen zu gehen, da ist irgendwie nicht viel. Nee, da ist irgendwie ein Loch. Ich bin fast runtergefallen. Ich ziehe mal ein Stückchen da runter, weil er steht die ganze Zeit voll in AOEs drin und da will ich nicht unbedingt drin stehen. Ich? Nee, AOEs sind nicht mein Freund. Ich? Nicht? Bin ich dein Freund? Bist du ein AOE? Obwohl, ja, du bist Monk. Bin mehr ein AOE als ein Single Target Spell auf jeden Fall, ja. So, da oben so eine Flattermaus. Das heißt dann, wenn ich ein Caster oder was, ein Beschwörer. Nee, du bist tot. Das auch. Hallo Carsten. Carsten! Cool. Was ist denn mit Carsten los? Nein, Carsten ist neuerdings ein Pokémon, der kann nur seinen eigenen Namen sagen. Was? Carsten!
Ja, weil die Pokémon auch so reden. Manche ja. Pikachu. Poppy. Stimmt. Wenn Poppy auch ein Pokémon ist. Poppy, natürlich. Yeah, so wie die aussieht, ja. Aussicht, könnte sie wirklich ein Pokémon sein. Oh nein, bitte. Oh nee, ist das immer das gleiche Schachspiel? Oh, nein, das ist definitiv nicht dasselbe Schachspiel. Nein, ist es nicht. Doch, ist genau gleich. Ist der König ein Boss? Ihr müsst auf den König draufhauen, wenn ihr die anderen gebildet habt. Dann ist er nämlich gestanden. Allein, ihr müsst auf den König draufhauen, ja. Das dachte ich mir schon. Oh, erlittener Schaden um 90% verringert. Ist echt prima, König zu sein. Ruhe. Hallo, Ruhe. Die Spieler dürfen nicht gestört werden. Ja, echt mal. Siehst du mal euren Buff durch. Ich störe dich gleich mal. Und wie geht das jetzt los? Ich glaube, ich lese mir erstmal durch, was der Boss kann. Oder ist das überhaupt kein Boss? Das ist doch kein Boss, oder? Hä, wieso? Das Schachspiel ist nur Trash, glaube ich. Wow. Und dann geht's really? Dahinter in diesen Warp rein. Ich würde mal sagen, reinlaufen da. Also das... Ja, warte mal. Warte mal, der Läufer, wenn der Läufer stirbt, ist der König 20 Sekunden lang gegenüber Angriffen verwundbar. Cool. Ist der Läufer nicht auch der Heiler gewesen? Diesen Buff haben alle den Buff. Genau. Cool. Ja, cool. Kann man irgendeinen anquatschen hier? Eigentlich ist ja oben der Start des Schachspiels. Paddy, du bist doch dabei. Du hast doch das schon gemacht. Wie startet man das Schachspiel? Du startest das nicht, du fängst an zum Beispiel auf den Wolf drauf zu hauen und du bist den Wolf runter und wenn der Wolf tot ist, ist der König für ein paar, also ein paar 20 Sekunden oder so gestunt. Okay. Achso, die attacken und nicht zurück oder was? Die attacken nicht zurück, die springen nur durch die Gegend mit ihren Schachmoves halt. Ah, und die machen AOEs auf dem Boden. Ja, genau. Oh. Zum Beispiel die Dame macht mehr AOEs als der Läufer und so, ein halt logisches Schachspiel. Ja, so ich spiele auch immer so Schach, dass Flammen aus dem Boden kommen. Ja, du hab ich's gelernt, also. Ist ja langweilig, wenn nicht, ne? Ist ja langweilig, wenn nicht eben. Und auch immer nur mit echten Spielfiguren, also ich habe da immer Menschen getötet. So, jetzt auf den König. Wenn er gestunt ist, ja. Ja, was heißt gestunt? Der kriegt halt den T-Buff. Ja, gestunt ist er auch. Er ist auch gestunt, dann macht er eben nicht dieses Feld und nicht drumherum. Das Feld bist du, glaube ich, wandelt sein. Klingt auf jeden Fall nicht besonders angenehm, das Feld. Oh Gott. Ja. Okay, er hat wieder 90% Debuff. Hier, Wolf. Wolfchen. Ah! Der heult. Das hatte nicht so unbedingt Bock, dem Springer auszuweichen. Doch. Ziel wechseln, Adel. Oh Gott. Du kannst einfach in dem Feld stehen, in dem der Gegner steht. Ja. Das passiert dir sowieso nie was. Oh, wow. Klappt ja. Das war mal ein geiler Chor. Da passiert sowieso nie was. In dem Moment, wupp. Zweiten Wolf. Worauf jetzt? Den zweiten Wolf. Springer hier vorne. Was jetzt? Achso, ja, toll. Ist ja der Wolf, der Springer. Ach, den zweiten Springer. Das hier ist ein Turm. Ja, wenn da nicht Springer steht, ist es wohl auch wahrscheinlich kein Springer. Doch. Ja. Da war auch nur so eine Vermutung. König. Das könnte aber auch ein Bossfight sein, so. Also ist nicht so schwer, aber ich meine du musst ja wirklich Mechanik anwenden. Findest du es ein witziger Trashfight? Ja. Ist halt echt ziemlich gut. Ist auf jeden Fall besser als das alte Schachspiel aus dem alten Karaban. War das so Abfuck oder was? Das ist so langweilig. Aber hier den dumme. Demo, Dame? Selbst den Konrad Demo? War das noch nicht so einfach teilweise, ne? Ja. Wenn du alleine drin warst. Ja gut, alleine ist aber auch sowieso behindert. Alleine ist generell Karaban ein bisschen behindert. Ja, eigentlich geht das bis auf Schach-Event. Ja. Da musst du schon ein bisschen Glück haben. Alter, hör auf, von weg zu springen, du blöde Dame. Ah! Oh. Der König macht hier Feuer unterm Arsch, Alter. Ich bin tot. Wovon? Aha. Turm. Hast du mich? Cool. Wo ist denn? Da vorne ist ein Läufer, sonst lass uns den umklatschen. Was zum Teufel? Die Dame regeneriert voll hart. Ach, da ist sie. Ich hatte gar nicht mehr. Alter, die Dame, das ist ein Hexer, verdammte Kacke. Das ist aber ein weiblicher Hexer. Ja, aber es hat nicht regeneriert. Eigentlich ist ein männlicher Ork. Kann ich dich alle nicht heilen.
Wen? Das Ziel, ja, dich. Das Ziel ist behindert, sagt er. Was? Achso. Hä, das sagt er bei mir auch. Ich wundere mich die ganze Zeit, wieso mein Typ so rumschwackt und ich nicht richtig angreifen kann. Ja, das Ziel ist voll behindert, Alter. Geil, ey. Achso, ich kann mich ja wiederbeleben, ich voll Idiot. Die Dame ist wo? Die ist gerade cool. Wieder hinter den Typen gesprungen. Ja, das, meine Sicht ist wieder, meine Sicht ist wieder behindert. Ah, jetzt guck mal. Auf Apfel? Adel? Apfel? Apfel, auf Apfel? alle auf Adele? Auf Adele? Hm. Die sind doch nur. Musik eigentlich. Wie geht's dir, Walter? Ich bin auf dem Weg zu euch. Juhu. Dominik könnte jetzt singen, hier von Adele. Wie heißt denn das Lied hier? Rolling in the Deep? Nein. Warum sollte ich das machen? Keine Ahnung, Mann, weil du nie tiefer rollst. Was weiß ich denn, Mann? Der Boss ja. Kriegt übrigens 90% weniger Damage, wenn wir ihn töten. Das ist tot. Das ist insane. Müssen wir hier rein? Ja, ich sing jetzt Rolling in the Deep. Bist du jetzt ein Super Saiyan, oder? Super Saiyan bin ich jetzt. Der ein Super Saiyan. Hey, hier steht... Oh nee, ich dreh um. Hab ich keinen Bock drauf. Katka! Katka! Oh nein! Katka! Hey, Kadi, was geht? Hey, was ist los? Hier? Hey, mit Eve, was geht, Buddy? Also, ich weiß nicht, was sie genommen haben, als sie das Ding designt haben, ey. Ich find's ziemlich cool. Der Ding hat einen Raum. Warte, ihr seid doch jetzt schon an dem Schemenfall, ihr seid doch jetzt am Endboss, oder nicht? Ja, gleich sind wir beim Endboss. Ich finde den eigentlich cool, den Typ. Ja, wir haben ihn noch nicht angegriffen, aber ja. Sehen ihn noch nicht mal. Das stimmt. Hier ist die Tür. Eine Tür! Du dagegen wie ein Voll... Hauptsache die Tür geht dann erst auf. Also ich kann euch nicht empfehlen zu wipen beim Endboss, weil dann müsst ihr echt ewig weit laufen und dann startet ihr nicht in der Bibliothek wieder. Ach so, du kannst uns nicht empfehlen zu wipen, okay? Ja, kann ich euch echt nicht empfehlen. Ich empfehle gerne Leuten, dass sie wipen sollen. Ich kann auch. Ja, euch empfehle ich dann sie schon gerne, weil... Ist doch cool, wie ihr wipen seid, aber... Wipen halt gerne, was dagegen? So. Ich find's geil, dass wir ihn einfach komplett ignorieren. Was kann er eigentlich überhaupt? Penis im Maul. Ja. Ja, im Endeffekt Penis im Maul, Bomben ausweichen. Wenn wir auf dem Kommando-Schiff sind? What? Ja. Ja, er macht irgendwie Portal. Sobald er 66% und 33% erreicht, öffnet dieser Doom der Beobachter ein dämonisches Portal, um sich zu einem Kommandoschiff der Legion in der Nähe zurückzuziehen. Da sollen wir hinterher oder kommen wir da automatisch mit? Ich denke mal, wir müssen hinterher. Also, müssen wir mal gucken. Ich vermute mal, wir müssen dann das Portal anklicken. Okay. Keine Ahnung. Ja, da steht ja auch, wenn ihr auf dem Schiff seid. Ja, aber kann ja sein, dass wir mitgeportet werden automatisch oder selber halt tatsächlich hin, ja. Das ist halt dieser. Okay, ja, keine Ahnung. Einfach mal rauf da, würde ich sagen. Ja. Okay. Erstmal noch nicht alles ziehen am Anfang. Hab ich mal unterbrochen, das sah böse aus. Dass er das Ende unserer Welt gesehen hat? Befehl, oh Teufelstrahl. Gott. Ah! What the fuck? Ich glaub, Martin hat mich gerade gekillt. Mich auch. Cool. Gut, dass wir keine AT gezogen haben. Das ist übrigens das Penismalen. Ja. Das ist. Bisschen größer. Boah. Aber ich spiel einfach mal weiter. Komm. Also. Martin hat auf jeden Fall Bock. Wieso ich Bock? Kann ich nicht so viel, wenn er. Nee, weil er so groß ist. Hä, groß? Jo. Im Vergleich zu denen in Dings? Ist du schon ziemlich groß. Autsch. Autsch, ja. Der Laser ist ganz schön übel. Bisschen. Gut. Okay, wenn ich das dispel, dann kommen ganz viele Kugeln. Ich würde sagen, da das Zeug anscheinend bleibt auf dem Boden, versuche ich ihn mal irgendwie in der Reihe im Kreis zu ziehen. Oh, guck mal, jetzt ist das Zeug weg. Was für ein Zeug? Ja, das Grüne. Achso. Ja, aber wir tot sind alle. Ja. Juhu. Dabei muss er noch gar nicht laufen. Dann geht er nicht vor. Da finde ich den Anfang schlimmer.
Fachspiel. Wir sind jetzt wieder hier eben so ein Flammendinger gekommen. Ich glaube, wir haben eine Fledermaus ausgelassen. Achso, ja gut, die stört ja nicht. Nö, alle ignorieren und durch. Ignore. Also, ich weiß nicht, kriegt ihr die Meldung auch, wenn er diesen Strahl macht? Also ich hatte die bei Strahl auf Fahrdien gesehen. Kann sein, dass ich die hatte. Ich habe einfach nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich habe einen Strahl gekriegt, ja, ich habe die Meldung gekriegt, Strahl, der schießt mich tot, lauf weg. Schieß mich tot war sehr, Also ich würde mal gucken, wenn er aufs Schiff raufgeht, ich glaube, wir brauchen die gar nicht im Kreis ziehen. Ich würde mal gucken, wenn er aufs Schiff raufgeht, ist der Strahl nachher wieder weg, wenn wir unten sind, ja? Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Also wenn der Strahl auf einem von uns ist, der rennt einfach so weit wie möglich weg. Und möglichst nicht. Ich muss übrigens durch. Gleich unbedingt retten, ich bin nur noch bei 29%. Oha. Ja, irgendwie sterbe ich in letzter Zeit ganz schön oft. Ich mach gerade den Quotentoden. Den toten Quoten? Den Quotentoden. Quototo. Quototo, genau. Stellen wir nochmal eine Batterie für mein Ding her und holen nochmal einen Repot. Boah. Quatsch, ich wollte nicht verkaufen. Ich wollte was essen. So. Den Ding will ich noch nicht verkaufen. Nee, deshalb ja. Ja, wieso haben Martin, Dominik und Lars noch eine extra Quest für den? Ordensmission. Ordensmission, ja. Und Lars hat noch eine weitere wegen Schneiderquest. Ja, klar, natürlich immer. Kannst du eine neue Art von Taschen herstellen? 30er auch nur. Wow. Weiß nicht, ob das noch hochgeht, wenn nur noch bessere, wenn die Sternerezepte hochgehen oder so, aber mal gucken. Aber 30 haben wir ja schon. Ja. Also ich brauche eigentlich auch nicht mehr. Mein Inventar ist nie voll. Wäre lustig, wenn die proppen könnten. Ja, einfach plötzlich 80er Taschen. Seitenforge, ja. Genau. Leute, ich habe kein Problem mehr mit Plätzen. Ich habe einfach 4 80er Plätze. Jetzt durchs B ganz so Bildschirm voll. Also, pfupp! So, alles soweit? Ja. Na denn, ja. Strahl auf mir. Ich leg das trotzdem mal am Rand ab. Das kann nicht schaden. Nö, ja, am Rand ist ja auch okay. Aber. Das macht er übrigens auch, diesen Strahl macht er auch auf dem Schiff nachher. Okay. Und der stößt dann zu. Okay, mich hat eine Kugel gestreift, ich bin gestorben. Okay, das ist nicht gut. Ah Gott! Sorry. Was ist das denn für eine Scheiße? Einfach nur ausweichen. Hm, merke ich auch gerade. Leute, so eine Kugel macht 10 Millionen Schaden. Ja, deswegen soll man sie nicht treffen lassen. Weil die chaotischen Schatten sind, also enden, muss halt derjenige, der die hat, raus. Ich kam einfach aus diesem blöden Strahl nicht raus. Der war schneller als ich. Zack, kommen da Kugeln, den dodgt man. Ja. Ja, der blöde Strahl war schneller als ich. Das ist total zum Kotzen. Irgendwie verkackt den Dings zu dodgen. Würde ihn gerne mal aufs Schiff bekommen. Ja, das würde ich auch gerne sehen. Deswegen. 66% können wir hinbekommen. Das Schiff, das erste Schiff wird lustig, das zweite Schiff ist. Okay. Achso, ihr müsst da rein. Muss ich in die Rune stellen, wenn man reportet. Ah, das erinnert mich ein bisschen an Garrosh. Ziemlich cool. Okay, Desintegration geht einfach gerade aus. Heißt immer ausweichen zur Seite oder was? Ich komme nicht hinterher. Jetzt. Oh ja, da macht er Desintegration, okay. Also wenn wir hier vorne sind, dürfen wir auf keinen Fall in der Desintegration stehen. Übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, aber diese grünen Felder werden immer größer. Ganz langsam. Welche grünen Felder? Na, die Felder, die man ablegt, wenn man den Strahl auf sich hat. Oh nein.
lol. Was geht denn hier oben? Ich sehe nur von weitem einfach wieder irgendwelche Laserstrahlen, die jetzt hin und her fliegen. Ich bin runtergeschossen worden, scheiße. Martin ist dood. Ich tag den ein jetzt, egal. Vernichtet sie. Komm, lass, wir machen das. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja runter. Das glaube ich nicht. Aufs nächste Schiff. 33%, also Respekt, wenn ihr es hinbekommt. Oh. Naja, der wäre jetzt nur noch bei 33%, wenn ihr beide nicht verreckt wäre. Ja, das stimmt. Wie gesagt, der Scheiß strahlt schneller als ich, das war voll dumm. Vor was für einer Tür lagen wir denn da bitte gerade? Hast du deinen einzigen Movement-Spell dafür aufbewahrt? Ja, das wusste ich halt vorher nicht. Ich dachte, es wäre genauso schnell. Der erste war auch nicht schneller als ich. Der erste war genauso schnell wie ich. Was denn? Ich habe noch zugehört. Strahl. Ah, okay. Strahl! Nein. Genau. Karasan ist echt eine Raid-Indie. Gar nicht mal, weil du die Bosse erstmal kennst und so. Ja. Gut, du bist trotzdem eine Stunde drin wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber nicht... Er ist wie NHC halt, ne? Inzwischen laufen wir auch in einer Stunde durch. Ich hab zwar noch nicht mal eine Gruppe, aber ja. Ja, aber wir laufen mit einer Random-Gruppe. Aber in der Theorie laufen wir dann eine Stunde durch. Ja. Also, das letzte Mal, als Lars und ich zusammen da durchgelaufen sind, wie lange hat es gedauert? Stunde, 10 Minuten? Also mit dem Heiler war ich da letztens auch in der Gruppe. Die waren 15 Minuten oder so durch. Ja, meine ich ja. Also mit Martin war heute anderthalb Stunden. Aber da waren die auch im TS. Ich will ja nicht sagen, dass es an Martin liegt, aber... Das lag halt nicht mehr mir. Die haben auch dann mit TS und dann auch die Bosse erklärt, noch ein bisschen so halbwegs. Und, ja. Wobei ich witzig fand, der eine, der hat halt richtig Ahnung gehabt, also wusste halt, wie die Busse ticken, und der andere hat halt nur NHC drauf gehabt. Und dann sagt er immer, ja, wir machen das so und so, und dann hat der zweite immer gesagt, ja, nee, aber das wird so auf Dauer nicht klappen, das musst du so und so machen, das ist viel besser. Und dann während des Kampfes hat der Typ, der nur NHC gemacht hat, dann wieder gesagt, ja, hier machen wir wie NHC ganz normal. Ich dachte so, fand ich ein bisschen witzig. Und wenn wir Ursocke so gemacht hätten, wie er gewollt hätte, hätten wir auch verkackt. Ach, wohl, nee, war ja ein NHC. Aber mit Hero hätten wir auf jeden Fall verkackt. Ja, also wir sind gerade den NHC-Run, den ich gerade gemacht habe, haben wir kein einziges Mal revived. Sonst sind irgendwie alle rund 210, 250k gefahren. Ja, das also jetzt auch nicht. Gewiped waren wir auch nicht, ne? Nö. Ne? Dann mussten wir einmal ein DD nachporten und so. Wollen wir es jetzt mal probieren mit allem ziehen oder lieber nicht? Doch, mach mal ruhig, ja. Aber ich würde sagen, wir ziehen erst, wenn wir oben auf dem Schiff sind, oder? Ja. Okay. Dann haben wir erstmal die Sicherheit, dass wir es nicht verkackt haben und wenn dann alle oben sind. Genau, weil das Schiff oben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das ist ganz schön knifflig. Nee, das und haben wir halt nur für beide gesehen. Dann müsst ihr definitiv der Disintegration ausweichen. Okay. Okay. Ich werde mal gucken, dass ich den dann oben auf dem Schiff so drehe, dass er halt in den Gang guckt, dass wenn er wegkickt, dass er mich dann entlang dieses Pfads kickt. Mhm. Also, nicht, dass du wieder darunter segelst. Genau. Ja, ich könnte ihn auch ausweichen, aber ich bin zu doof dazu. So, auf geht's. Ready, steady, go. 5, 4, 3, 2, 1. Also Damage Stays für die zweite Phase aufbewahren. Ja, also die großen. Die kleinen mach ich trotzdem. Ja, die kleinen, die könnt ihr auch. Strahl auf mich, Alter, fick dich doch. Das ist eigentlich das Schöne beim Jäger. Ich habe nur eine Sache, die ich mir wirklich aufsparen sollte mit Damage-Phasen. Und zwar? Volltreffer. Hat 3 Minuten Abklingzeit. Soll ausweichen? Der Strahl, der große, der sieht nur so böse aus, aber der macht gar nicht so viel Damage. Gut ist er trotzdem nicht. Oh. Oh. Da stand ich zum Glück. Wer hat den Laserstrahl auf sich? Max, okay. Glaube ich, oder? Schon, ja, schon vorbei. Passt. So, kommt schon mal zum Boss nach vorne. Alle ja, der Mond ist brutal. Oh Gott. Na hier, okay. Macht er die Runde. Auf da. Hui, oh, das war aber knapp.
Gleich Armee zünden oder erst zu hin? Nein, warte. Erstmal zum Himmel laufen, sonst ist deine Armee verpufft. Und geht hier am Rand lang. Echt, da wo die Blitze lang sind? Natürlich nicht, wenn da die Blitze sind. Okay. Geh ich so ein bisschen immer zickzack. Okay, jetzt mache ich Armee. Was stört euch hinter ihnen? Ja, macht die Desintegrationsstrahl irgendwo hin. Ah, okay. Dann müsst ihr eigentlich ausweichen. Ja, ist dann halt so. Alter. Ich hab jetzt ziemlich große Reihenstamm. Ah, okay. Schatten, was? Was ist das? Das macht gleich den Blub um. Ah, okay, dann geh ich hier irgendwie ganz weit weg. Och, Mann. Ja. Ich weiß Blub schon wieder. Oh, Leute. Ich hab's auch erwischt, scheiße. Hm. Ach, shit. Demo ist das Portal. Ihr blast vorher auf. Ich bin schon weg. Ich kann ihn nicht vorher aufheben. Das ist natürlich gut. Ja, ich kann ihn auch nicht aufheben, solange er noch nicht tot ist. Ja. Ah, okay, guck mal hier. Ah, okay, hier sind dann immer Viecher. Wieso, wo seid ihr denn jetzt? Im zweiten Schiff. Kurz ab, Kar. Okay. Ah, die machen ganz schön Schaden. Ja, gut, da hinten seid ihr. Wo bist du denn? Sieht man dich noch? Die sind auf jeden Fall stunbar. Ja, und machen tief. Das war ein bisschen unlucky, dass Lars und ich beide umgebracht wurden. Das Timing war ein bisschen unlucky. Wenn wir Lars hier mit oben gehabt hätten, hätten wir es geschafft. Hä? Das Schiff ist weg. Ah. Hä? Wo bin ich? Das ist, du drück einfach Geist wiederbelassen. Wenn du auf dem Schiff stirbst, dann backt das. Geist wiederbelassen? Ja. Okay, habe ich die dritte Phase auch schon mal gesehen? Ja, das ist eigentlich easy. Ja. In der zweiten Phase bursten und in der dritten können wir dann die Ads stunnen. Abgesprochen und gut ist. Ja, genau. Sollte eigentlich gehen. Dann sollte der jetzt liegen bei dem Charge. Ja, sind wir ready abgewogen? Ja, alles gut. Ich beende einmal kurz sowieso die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder vor dem Boss. Tschö.